Michael Schulte. Und jetzt ist er live zugeschaltet. Schönen guten Morgen. Hallo. Schönen guten Morgen. Hi. Mit welchem Gefühl, mit welchem Gedanken bist du eben wach geworden? Oh, das kann ich dir gar nicht so genau sagen. Ich war einfach sehr, sehr glücklich und trotz 2-3 Stunden Schlaf voller Energie, tiefenentspannt und alles Positive auf einmal zusammen. Wie klappt das, dass du so einen emotionalen Song singst, so das Haus rockst und so locker dabei bleibst? Woher nimmst du diese Entspanntheit? Ich weiß nicht, ob ich wirklich so entspannt war, wie ich eventuell da draußen gewirkt habe. Das ist natürlich auch nicht einfach, so einen Song zu singen, so einen emotionalen Song, einen sehr persönlichen Song mit einer eigenen Geschichte, die mir so widerfahren ist. Aber ich habe natürlich jetzt auch schon einige Jahre auf vielen Bühnen gespielt, viele Konzerte, Tourneen und es war auch nicht mein erster Fernsehauftritt. Von daher hilft das natürlich dabei, da ein bisschen besser mit klarzukommen. Jetzt blicken wir nach vorne, blicken wir Richtung Mai, blicken wir auf Lissabon. Du warst ja lustigerweise vor kurzem, habe ich gehört, sogar in Portugal in Urlaub. Kann das sein? Lustigerweise genau. Ich war in Porto, als Portugal gewonnen hat. Und jetzt, ein Jahr später, werde ich dann wieder da sein. Zwar nicht in Porto, sondern in Lissabon. Und es ist natürlich ganz nett, dass ich auch Lissabon jetzt da mal kennenlernen werde. Schön. Sehr schön. Wir freuen uns mit dir und wir gucken dich auf jeden Fall. Wir drücken die Daumen. Und übrigens, ich habe nochmal nachgeschaut. Du hast wohl gesagt, ich weiß nicht mehr genau, was Danke auf Portugiesisch heißt. Obrigado am Ende mit einem O hinten. Da gab es wohl noch Schwierigkeiten. Aber, also da bist du dir ganz sicher? Ja. Würdest du dafür deine Hand ins Feuer legen? Meine Hand aufs Pad. Klär dir das Sprech. Ich habe ja wirklich, in Portugal, ich hatte das Gefühl in Portugal, dass die sich selbst nicht so sicher waren. Weil teilweise haben sie Obrigada und Obrigado gesagt. Also ich habe mir mal rausgesucht, Obrigado. Ich habe noch mal rausgesucht, Obrigado pela Vitoria heißt Danke für den Sieg. Vielleicht auch ein Satz, den man mal gebrauchen kann. Man weiß es nicht. Alles Gute dir, drück die Daumen. Das wäre natürlich ganz nett, ja. Danke dir. Ein tolles Wochenende dir.